Ja, okay, dann mache ich halt noch eine Detailanalyse zum SN9-Testflug. Am Ende der Ausgabe habe ich dann noch den Newsflash für euch und eine besonders coole Ankündigung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und nicht irgendeiner Ausgabe, sondern zur 10. Jubiläumsausgabe von Mars Chroniken. Die 10. Ausgabe hat etwas auf sich warten lassen. Dafür ist die Ausgabe ganz besonders. Rechtzeitig zu meinem Jubiläum hat SpaceX ihr Starship Serie Nummer 9 oder SN9 abheben lassen. Und es war ein Spektakel. Also tauchen wir gleich ein in den wahnsinnigen Flug. Es fing ja alles letzte Woche an, als SpaceX eigentlich noch gar keine Genehmigung hatte, um SN9 abheben zu lassen. Plötzlich ging das Gerücht rum, dass SN9, auch genannt Eileen, bald abhebt. Fand ich sehr verwunderlich, denn SpaceX würde es sich massiv mit der FAA verscherzen, wenn sie ohne Genehmigung fliegen würden. SN9 wird deswegen Eileen genannt, weil Eileen sich nach Fertigstellung ein wenig an die Wand im Hochschutz gelehnt hatte. Es sah aber sehr lange so aus, als würden die bald losfliegen. Ich denke, da sie keine FAA-Genehmigung hatten, haben sie einfach ein sogenanntes Wet Dress Rehearsal daraus gemacht. Das bedeutet, dass sie einfach das Raumschiff in Flugkonfiguration gebracht haben, getankt und alles auf Go gestellt haben, nur um im letzten Moment die Triebwerke nicht zu zünden. Man könnte meinen, sie wollten die Öffentlichkeit trollen, aber ich denke, dass SpaceX einfach jede Gelegenheit nutzt, um zu lernen. Denn diese Leute, die dort sitzen, müssen auch viele Sachen lernen, trainieren und erproben. Die FAA steht für Federal Aviation Administration und hat den Auftrag, die Öffentlichkeit sicherzuhalten. Also, sie hat schon ihre Daseinsberechtigung. Dennoch ließ es sich Elon Musk nicht nehmen, die FAA, die US-Luft- und Raumfahrtbehörde, auf Twitter an den Pranger zu stellen. Damit erzeugte er einen unglaublichen Medienrummel. Beinahe alle relevanten Medien berichteten darüber. Er schrieb: Im Gegensatz zur Luftfahrtabteilung, die gut aufgestellt ist, ist die Raumfahrtbehörde eine Institution mit kaputten Grundmauern. Ihre Vorschriften sind gemacht für eine Handvoll Startanbietern mit nicht wiederverwendbaren Raketen, die jeweils ein paar Starts pro Jahr veranstalten. Und das nur von ganz wenigen Starteinrichtungen. Unter diesen Bedingungen werden wir Menschen es nie zum Mars schaffen. Bumm! Da ist jemand aber frustriert. Ich muss sagen, das verstehe ich. Ich kenne nur ganz, ganz wenige Menschen, die sagen würden, ja, morgen kann ich wieder zur Behörde gehen. Also umsonst war dieser Test nicht. Jedenfalls hatten sie am Dienstagabend die Genehmigung der FAA, um zu starten. Und anstatt, dass ich diese Folge drehe, war ich gezwungen, diverse Streams zu schauen, dass ich jetzt meinen Mist verzapfen kann. Jedenfalls durften wir in den Tagen vor dem Testflug zahlreiche coole Tests beobachten. Hier zum Beispiel werden die aerodynamischen Flächen getestet. Diese werden mit Tesla Model S Motoren und Tesla Batterien betrieben. Ist das nicht cool? Abgesehen von dem ganzen Drama um SN9 rollte SpaceX diese Woche auch noch SN10 aus der Werkstraße über Highway 4, also Highway 4, die ca. 3,5 Kilometer zum Test stand. Äußerlich sehen wir, dass SN10 viel mehr dieser Hitzeschildkacheln hat. Bedeutet aber nicht unbedingt, dass SN10 höher fliegen wird. Als ob das nicht genug ist, hat SN7.2s Testkampagne auch schon längst begonnen. Von den anderen Prototypen und von den Super Heavy BN1 und 2 fange ich gar nicht erst an, sonst sprengen wir hier den Rahmen. Und dann endlich am Dienstagabend unserer Zeit hatten sie eine FAA-Genehmigung und alle namhaften Streamer waren live auf YouTube. Ich habe mir den Stream von Senkrecht Starter angesehen und hatte nebenbei noch einige andere Streams offen. 5,5 Minuten vor dem Start ging SpaceX's offizieller Livestream online. Der Countdown zählte regulär herunter auf 0. Und dieses Mal gab es im Vergleich zum SN8-Testflug einen Kommentator. Nicht irgendeinen Kommentator, sondern John Innsbrucker, der ein honorierter und hoch angesehener Luft- und Raumfahrtingenieur ist. Wir kennen ihn von zahlreichen anderen SpaceX-Livestreams und wir durften Teile des Intercoms mithören, also den internen Funkverkehr. Das versorgte uns mit sehr vielen interessanten Infos. Sobald SN9 abgehoben war, passierte die ultimative Katastrophe. Der YouTube-Stream brach zusammen. Ich behaupte jetzt einfach mal dreist, dass es deswegen so war, weil so viele Menschen auf einmal Eileen fliegen und siegen sehen wollten. Vermutlich sollte SpaceX etwas früher live gehen, damit YouTube nicht dermaßen überrascht wird. Alle, darunter auch ich,
haben Panik geschoben. Ich war kurz vor dem Tränenausbruch, aber nach wenigen Sekunden war das Stream wieder stabil. Eine Minute und 42 Sekunden in den Flug hinein wurde planmäßig das erste der drei Raptor-Triebwerke abgestellt. SN9 kletterte mit zwei Triebwerken weiter gen Himmel, bis bei 3 Minuten und 17 Sekunden das zweite Triebwerk heruntergefahren wurde. Jedes Mal, wenn eines dieser Triebwerke ausgeschalten wird, performen die übrigen ein Ausgleichsmanöver, um den Flug stabil zu halten. Die Minute 4 markierte den Apogee auf 10 Kilometer. Apogee ist der höchste Punkt eines Aufstiegs. SN9 schien es dort ziemlich gut gefallen zu haben, denn er verweilte dort etwas mehr als eine halbe Minute. Bei 4 Minuten und 33 Sekunden wurde eine Menge flüssiger Sauerstoff abgelassen und der letzte brennende Raptor initiierte den Bellyflop. Was ist der Bellyflop, fragst du? Das ist der Bellyflop. Bei diesem wahnsinnigen Manöver orientiert sich die Rakete zweimal im Flug um. Die erste Umorientierung passiert da. Hierbei versucht Aileen, sich so groß wie möglich zu machen. Dazu werden die aerodynamischen Flächen ausgefahren. Diese übernehmen bei der Rückreise zur Erde auch die Kontrolle über das Gefährt. Diese Flächen sind nicht zu verwechseln mit Flügeln, denn im Gegensatz zu Flügeln generieren diese Flächen keinen Auftrieb, sondern sollen so viel Luftwiderstand wie möglich produzieren und Starship somit auf ein Minimum herunterbremsen. Nach einem unglaublich kontrollierten und stabilen Flug, oder sollte ich besser sagen Fall, zündeten nach knapp 2 Minuten die Triebwerke oder hätten zünden sollen. Wir kommen jetzt zu dem Teil, der bei SN8 auch etwas problematisch war. Bei Minute 6 kam der interne Call, dass die Triebwerke für die Zündung gekühlt werden. Und bei Minute 6 und 7 Sekunden ging es los. Es schien zuerst, als hätten sie das Problem mit der Druckbeaufschlagung der Header Tanks gelöst gehabt. Sobald das erste Triebwerk zündete, flog etwas aus dem Maschinenraum. Vielleicht hat dieses Teil das zweite Triebwerk beschädigt, das hätte zünden sollen. Einer der beiden designierten Triebwerke für die Landung wollte nicht und nicht anspringen. Dafür kann es unzählige Gründe geben. Wir werden wohl abwarten müssen, was die SpaceX-internen Daten und Bildanalysen ergeben. Das führte jedenfalls zum Kontrollverlust, denn es werden unbedingt zwei Triebwerke für die Landung benötigt. Selbst wenn ein Triebwerk genug Schub generiert, um Starship in der Konfiguration zu landen, bieten zwei dieser Raptoren einfach viel mehr Kontrolle in alle Richtungen. Oder es gab aber tatsächlich wieder ein Problem bei der Treibstoffzufuhr. Ich weiß es aber nicht. Auch der stotternde Raptor schien genug Treibstoff zu bekommen, vermutlich aber in einem falschen Verhältnis? Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass der Druck in den Header Tanks doch nicht für zwei Triebwerke gereicht hat? Was denkst du? Was kann hier bei diesem Testflug schiefgegangen sein? Nach atemberaubenden 6 Minuten und 26 Sekunden war der Flug zwar beendet, aber das Spektakel entfaltete sich da erst richtig. Starship SN9 landete unter Anführungszeichen mit rund 200 km/h auf der Landezone. Durch den Kontrollverlust übersteuerte Starship und landete in einem nicht so günstigen Winkel. Diese weiße Wolke rechts ist der übrige flüssige Sauerstoff aus den Tanks, der sich verflüchtigt. Ich wollte euch eigentlich stolz davon erzählen, wie schnell SpaceX die Landezone repariert hatte, aber das hat sich dann wohl erübrigt. Vermutlich wird diesmal etwas mehr repariert werden müssen als nach SN8 Bruchlandung. Dank Maurizio von RGV Aerial Photography können wir diese unglaublichen Luftaufnahmen hier einbauen und sehen, wie es um das Testareal steht. Wir sehen, wie sich SpaceX auf diesen Test vorbereitet hat. Sie haben um die Landezone Erde aufgeschüttet, um die gebauten Strukturen zu schützen. Fazit: Beinahe alles ging gut und nach Plan. Aber etwas ging schief und wir wissen nicht genau was. Trotz Bruchlandung aber bedeutet dieser Testflug jede Menge nützliche Daten für SpaceX. Und wieder sind wir der Besiedlung des Mars einen Schritt näher. Wow, was für eine Aufregung um einen Haufen Edelstahl. Ich habe aber nicht nur Starship für euch heute. Auch NASAs Artemis-Programm ging vergangene Woche still und heimlich auf YouTube live. Der Test fand wieder im Stennis Space Center statt. Diesmal aber kein großes Tamtam. Keine Kommentatoren, keine Moderatoren, kein Skript. Getestet wurde ein RS-25 Triebwerk. Jenes Triebwerk, welches beim Space Launch System zum Einsatz kommen soll. Damit wollte die NASA nach dem fehlgeschlagenen Hot Fire Test Anfang Januar ein wenig die Scherben aufklauben. Sie schafften es tatsächlich, dass das Triebwerk die volle Dauer von 500 Sekunden, also rund 8,5 Minuten, gebrannt hat. Ich vermute mal, sie haben das gesamte Flugprofil der SLS-Rakete getestet. Bei Tests gingen Dinge schief. Das ist okay. Dafür sind Tests ja da.
Elon Musk meint sogar, wenn nichts schief geht, gehst du vermutlich nicht weit genug. Aber im Gegensatz zu Starship handelt es sich bei den RS-25 Triebwerken um Triebwerke aus den 70er Jahren. Genug SLS-Bashing für heute. Jetzt zum Newsflash. Boeing, dessen Starliner die Konkurrenz zur SpaceX's Dragon Raumkapsel darstellen soll, hat im vergangenen Jahr ihre erste Demo-Mission durchgeführt. Ein Softwarefehler, der die Kapsel denken ließ, es sei 11 Stunden in der Zukunft, führte dazu, dass die Kapsel viel zu viele unnötige Kurskorrekturen durchführte. Dadurch hatte die Kapsel schon kurz nach Start der Mission keinen ausreichenden Treibstoff mehr, um wie geplant an die ISS zu docken. Die Mission wurde abgebrochen und Starliner landete kurz darauf im Ozean. Die NASA schrieb einen Fehlerkatalog und empfahl Boeing, beinahe 100 Dinge zu ändern, darunter Software- und Hardware-Probleme. Nach der Mission gab der damalige NASA-Administrator Jim Bridenstine eine hitzige und emotionale Pressekonferenz. Kann ich nur empfehlen anzusehen. Warum erzähle ich euch vom Schnee von gestern? Weil Boeing im März einen zweiten Anlauf startet, an die ISS zu docken. Man darf Boeing Glück wünschen. Die zweite Erwähnung im Newsflash ist wieder einmal Boston Dynamics. Sie haben in einem Video auf YouTube verkündet, dass ihr Flagship Spot jede Menge neue Funktionen hat. Sie haben bereits über 400 davon verkauft. Spot ist ein hundeähnlicher Roboter, der Arbeiten übernehmen kann, die für Menschen zu gefährlich sind. Spot ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, um seine Umwelt wahrzunehmen. Darunter ist ein Mikrofon, diverse Kameras und sogar riechen soll der Roboter können. Außerdem kann man Spot mit einem Arm ausstatten und sogar manuelle Arbeit damit verrichten. Automation auf einem anderen Level. Ab sofort ist es auch möglich, diesen Roboter aus großer Entfernung zu steuern. Alles, was man dazu braucht, ist ein Webbrowser, wie zum Beispiel Internet Explorer und eine funktionierende Internetverbindung. Nun zur versprochenen Ankündigung. Nächsten Freitag, den 12. Februar, gehen Moritz von Senkrechtstarter, Christian von den Video Space News und ich live auf YouTube. Vermutlich um 20.15 Uhr. Zu uns gesellen wird sich der großartige Andreas. Gemeinsam mit ihm werden wir ein wenig über Raumfahrt quatschen. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann schalte ein am Freitag, den 12. Februar auf Senkrechtstarter. Damit war es das heute wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, sag deinen Freunden Bescheid. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zusehen. Wir sehen uns am 12. Februar. Bis dahin, bis bald und tschüss.